Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Astrologie im 21. Jahrhundert. Wir nehmen dazu den Bildschirm. Auf der Seite astrology.vonabiswe.de mit dem Titel Astrologie im 21. Jahrhundert gibt es zwei Seiten, die uns heute interessieren. Die eine heißt William Lilly, christliche Astrologie. Da sind die Links zu der deutschen Übersetzung beim Chiron Verlag und lieferbar durch die Astronova Verlagsbuchhandlung. Und hier eine Abbildung der christlichen Astrologie des ersten Bandes beinhaltend Bücher 1 und 2. Es gibt eine Playlist über William Lilly. Da finden wir hier, das erste Video beschäftigt sich mit der Regulus Herausgabe von 1985 von Christian Astrology, also dem Baustein, um die Renaissance der William-Lilly-Tradition zu begründen. Und dann haben wir hier einen längeren Podcast bei Chris Brennan, William Lilly and his book Christian Astrology. Und dann gibt es ein längeres Gespräch mit Sue Ward über die sogenannten Considerations und weitere Beiträge, die ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehle. Und dann haben wir hier William Lilly im kulturwissenschaftlichen Kontext. Erneut nochmal die Links zu Astronova, um die beiden Bände der christlichen Astrologie bestellen zu können. Die gleiche Playlist nochmal. Und dann kommt der erste Band, der den kulturwissenschaftlichen Kontext der Zeit von William Lilly umreißt. Einmal Professor Dr. Patrick Curry, Prophecy and Power, Astrology in Early Modern England. Das Buch können Sie entweder kaufen, es gibt keinen Blick ins Buch, aber man kann das auch, wie ich das gemacht habe, nicht kaufen, sondern über Fernleihe sich in der Landesbibliothek oder der Universitätsbibliothek ausleihen. Das zweite Buch, was den kulturwissenschaftlichen Kontext anbetrifft, ist Dr. Anne Geneva mit dem Titel Astrology and the 17th Century, Mind, William Lilly and the Language of the Stars. Und das kann man auch nicht mit Blick ins Buch machen und da kann man das gleiche Geld sparen. Auch dieses Buch habe ich mir per Fernleihe ausgeliehen. Das nächste Buch ist von Andreas Lerch, Scientia Astrologiae. Der Diskurs über die Wissenschaftlichkeit der Astrologie und die lateinischen Lehrbücher von 1470 bis 1610, also 50 Jahre vor dem Buch von Lilly endend. Das kann man auch ausleihen über Bibliotheken. Dann gibt es die Biografie von Sue Ward und Peter Stockinger, William Lilly, The Last Magician, Adept and Astrologer by Peter Stockinger. Da bin ich mir nicht sicher, ob man es ausleihen kann. Ich habe mir es gekauft. Dann gibt es die noch verfügbare amerikanische Edition. Die Regulus-Edition ist ja komplett vergriffen. Das konnte man sich noch in Amerika ordern über Amazon. Und dann gibt es dieses Buch, William Lilly's History of His Life and Times from the Year 1602 to 1681. Da gibt es einen Blick ins Buch, den ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehle. Und dann haben wir Professor Tobias Curtin mit seiner Monographie. Hoppla, was ist da passiert? Ah, da muss ich noch den Link einpflegen. Ich stoppe mal die Aufzeichnung an der Stelle. So, jetzt haben wir den Fehler bereinigt. Wir gehen also wieder zurück zum Bildschirm. So, wir hatten ja den Andreas Lerch besprochen, die Sue Ward. Und wir waren bei Tobias Curtin, The Magus of Freemasonry. Das ist ja der Zeitgenosse und Freund von William Lilly, Elias Ashmole, und Tobias Curtin, ein Historiker, beschreibt ausführlich Leben und Werk von Elias Ashmole und seine Beziehung zu William Lilly. Und hier oben kann ich einiges wegmachen. So, und jetzt kommen wir zu William Lillys History of His Life nochmal. Das ist eine Autobiografie von William Lilly. Und dann haben wir hier die romanhafte Biografie The Man Who Saw the Future, a Biography of William Lilly von Catherine Blackledge. Sehr angenehm zu lesen. Es ist in Romanform geschrieben. Und dann sind wir mit den alten Texten fertig und den historischen Texten. Dann kommen wir jetzt zu den Anwendungsbüchern, den Manuals
der Stundenastrologie, wie sie von William Lilly propagiert wurde und gelehrt wurde. Die Olivia Barclay hat dazu dieses Buch veröffentlicht, 1990, Ovary Astrology Rediscovered. Und dann haben wir ein neueres Buch von 2021, Zu Wort in der Tradition von Olivia Barclay, bietet ja heutzutage einen Kurs an. Und wir haben ja auf unserem Kanal auch ein Interview mit ihr zu ihrem Ovary-Diplomakurs. Und dann gibt es von Barbara Dunn, der Erbin von Olivia Barclay, die also den Quality Ovary Practitioner Kurs copyrightmäßig von Olivia Barclay geerbt hat, auch ein modernes Buch zur modernen Stundenastrologie in der Tradition von William Lilly. Und das letzte Buch, das schon ein bisschen aufweichend Lilly zwar noch hat, aber schon weitere ergänzende Teile, Lee Lehman, Martial Arts of Ovary Astrology. Das war mein kurzer Beitrag für Sie, wenn Sie Interesse daran haben, den kulturwissenschaftlichen Kontext des berühmtesten Astrologen des 17. Jahrhunderts in England, William Lilly, kennenlernen wollen, dann sind diese Buchempfehlungen geeignet, um sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Für heute herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.